Auf einmal empfinden Sie langsam anwachsende Schmerzen im Hodensack, gegebenenfalls sogar mit Ausstrahlung in die Leiste und sogar in den Unterbauch, vielleicht sogar bis hinten in den Rücken. Dann sollten Sie sich zu einem Urologen begeben, denn es könnte sein, dass Sie an einer Nebenhodenentzündung leiden. Mein Name ist Kai P. Schuster und ich bin Facharzt für Urologie in der Klinik am Ring in Köln. Im Hodensack liegt nicht nur der Hoden, sondern hinter dem Hoden zieht sich der Nebenhoden entlang. In diesem Organ werden die Spermien gespeichert, die der Hoden produziert, bis sie im Rahmen des Samenergusses abgerufen werden. Eine häufige Ursache für starke Schmerzen im Hodensack ist die Nebenhodenentzündung. Sie kann alle Altersstufen betreffen, sowohl ältere als auch junge sowie jugendliche Männer. Ursachen sind dabei immer Bakterien, die in den Harntrakt gelangen und dann durch die Samenleiter bis in den Nebenhoden hinabsteigen. Typischerweise betroffen sind einerseits junge und sexuell aktive Männer und andererseits ältere Männer, bei denen der Harnstrahl aufgrund einer Prostatavergrößerung nicht mehr optimal ist. Bakterien werden hierbei aufgrund des verschlechterten Abflusses nicht mehr gut ausgespült. Bildet sich außerdem Restharn in der Blase, bietet dies beste Bedingungen für Bakterien und Keime. Wenn Sie mit den genannten Symptomen beim Urologen vorstellig werden, dann wird er Hoden, Nebenhoden und Samenstrang untersuchen. Oftmals ist die betroffene Seite des Hodensacks angeschwollen und Nebenhoden oder Hoden sind verhärtet und druckschmerzhaft. Außerdem muss eine Ultraschalluntersuchung durchgeführt werden, in der sich der Nebenhoden vergrößert und aufgetrieben darstellt und der Nebenhoden als Folge der Entzündung sehr stark durchblutet ist. Hierfür eignet sich ein Duplex-Ultraschall, der auch die Durchblutung darstellen und sichtbar machen kann. Diagnostiziert der Urologe nun eine Nebenhodenentzündung, dann sollte diese antibiotisch behandelt werden. Wenn Entzündungen nicht ausreichend behandelt werden, dann besteht nämlich immer die Gefahr, dass sich ein Abszess, also Eiter, bildet, der im schlechtesten Fall sogar operiert werden muss. Außerdem kann man bei starken Nebenhodenentzündungen leicht und schnell Fieber bekommen. Dadurch, dass der Nebenhoden ein wirklich langer Kanal ist, in dem die Spermien transportiert bzw. gelagert werden, sind Bakterien nur sehr schwer durch das Antibiotikum abzutöten. Der Erreger sitzt nämlich bildlich gesprochen in dem Hohlraum fest. Medikamente werden aber über das Blut transportiert und gelangen somit schlecht in den Hohlraum hinein. Dies hat zur Folge, dass die antibiotische Therapie über einen relativ langen Zeitraum gegeben werden muss. Die Empfehlungen sprechen hier von mindestens 10 oder sogar 14 Tagen. Es kommt aber auch gelegentlich vor, dass die Antibiotikagabe auf bis zu 4 Wochen ausgedehnt werden muss, um eine Chance zu haben, alle Bakterien zu eliminieren. Auch dann noch besteht ein gewisses Risiko, im Laufe des Lebens eine erneute Nebenhodenentzündung zu erleiden. Aufgrund des langwierigen Behandlungsverlaufes, der Abszess- und Fiebergefahr, sollte man sich in fachkundige und erfahrene Hände begeben und den Therapieerfolg regelmäßig mittels Untersuchung und Ultraschall kontrollieren. Sollten Sie unter einer Nebenhodenentzündung, einem Rückfall oder Schmerzen im Hodensack leiden, dann kommen Sie gerne zu uns in die Klinik am Ring. Wir freuen uns auf Sie.